wir haben hier Falk Oertel, den Mann mit dem berühmten Namen, aber da reden wir jetzt mal nicht drüber, sondern über den berühmten Mann, dessen Boot er hier fährt, nämlich Bernd Beckhusen. Insider wissen das, X-Facher, DDR-Meister, internationaler Titelträger. Und dieser Falk Oertel, der hat dessen Boot unterm Hintern oder unter der Brust, muss man sagen. Er liegt ja hier drin, wie man sieht. Ja. Wie kommt es denn dazu, dass man sich so ein Boot aneignet? Einfach nur zu viel Geld zu Hause, oder? Nein, man hat, sage ich mal, eher das Hobby, sage ich mal, das Bootsfahren sowieso schon gehabt. Und das Rennbootfahren ergänzt das einfach. Und mich hatte das als Junge, sage ich mal, in meiner Kindheit schon immer interessiert gehabt. Und deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt möchte ich selber so ein Boot auch mal fahren. Und da bin ich dann zu dieser Rennboot-Szene mit dazugekommen. Und habe dann vom Roman Schneider aus Vorderode dieses schöne restaurierte Boot von Bernd Beckhusen, sage ich mal, erhoben. Wie oft geht ihr da pro Jahr aufs Wasser? Das ist unterschiedlich. Das ist manchmal fünfmal. Das ist international in Deutschland, sage ich mal, zweimal. Das ist hier in Goiatz, in Grünau dieses Jahr noch. Dann in Kriebstein morgen und auch, sage ich mal, in Pistani in der Tschechei. Mhm. Also man kommt schon. Der Bei Freunden bitte, ja? Nicht nass machen! Wir haben hier Olaf König. Das ist eigentlich der, dem wir diese ganze schöne Veranstaltung zu verdanken haben, denn er hat sich dafür eingesetzt, dass wir hier am Spielochsee endlich wieder mal die alten Boote sehen. Hat es denn das erfüllt, was Sie sich vorgestellt haben, Herr König? Ja, wir sind jetzt schon zum dritten Mal hier am Spielochsee, auch dank der Einladung des Seesport- und Yachtclubs in Goiatz, ohne den die Sache natürlich nicht möglich ist. Er hat uns hier das Gelände mit zur Verfügung gestellt und hat auch die ganzen Genehmigungen für uns eingeholt und damit ist das natürlich unser Partner. Und das erfüllt uns natürlich auch mit Stolz, dass wir hier als Classic-Boot-Show auch mit am Start sein dürfen. Klaus Driefert, auch ein sehr, sehr bekannter Rennfahrer früherer Zeiten, hat mir gerade gesagt, es gehören so ungefähr 10 Leute mit ihren Booten zu euch zum Verein und nicht immer sind alle da, heute ja auch zu sehen, 6, 7 seid ihr. Ist das schwierig, die Leute zusammenzutrommeln? Ich meine, ihr seid alle auch ein bisschen in die Jahre schon gekommen. Das ist richtig. Wir setzen uns eigentlich zusammen aus dem Stamm alter Rennfahrer, die zu DDR-Zeiten aktiv waren und jetzt ihre Liebe zum damaligen Hobby wiederentdeckt haben und das natürlich schön finden, nicht unter Rennbedingungen zu starten, sondern ganz entspannt fahren zu können und natürlich jungen Leuten, die Gefallen haben an den alten Booten und alles, was schnell und laut ist, zieht nun mal Leute an und da können wir uns über Zuspruch eigentlich nicht beklagen. Alles klar. Alles Gute, vielen Dank für heute und viel Spaß noch. Danke. Wir haben ja Klaus Driefert, neunfacher DDR-Meister, habe ich gerade nachgelesen. Meister des Sports, alle Titel, alles das, was dazugehört. Heute allerdings 77-jährig nur als Zuschauer. Geht's nicht mehr
oder juckt es doch noch in den Fingern? Das juckt doch immer. Ja. Und wie ist das so im Kreise der ehemaligen? Es ist immer wieder ein Erlebnis. Jeder hat so seine Erfahrungen gemacht. Und jeder profitiert ja auch davon, nicht? Ja. Und das ist auch wichtig im Sport, dass es auch weitergegeben wird. Richtig. Die Erfahrung, die man selber gemacht hat. Man will ja den Sport eigentlich hochhalten. Richtig. Nicht? Und wenn man jetzt an die vielen, vielen Jahre zurückdenkt und irgendwo mal in der Familie oder mit den Kumpel zusammensitzt, was erzählt denn Klaus Driefert seinen Leuten, was war denn sein schönstes Erlebnis in dieser Sportart? Ja, das war nicht gerade das Schönste, aber es war auch so eine Erfahrung. Ich hatte in Rottnitze die erste Europameisterschaft und Anna Bojen hat mich Treibholz getroffen, das war auf der Elbe. Und ja, was wir machen, großes Loch im Boot. Und da war ein Sportfreund aus der Tschechoslowakei damals und warte mal, ich hole ihn mal. Das war sein Vater und der war Sargtischler. Und da hat man so, naja, ein bisschen was im Kopf drin. Ja, ja. Und dann habt ihr das wieder zusammengeflickt. Ja, ja. Schön. Wie ist denn das überhaupt? Ist die Technik damals auch stabil genug gewesen? Naja, man muss schon, ich sag mal, prophylaktisch was machen. Ja. Je mehr Erfolge hat man. Ja. Nicht? Ja, ja. Denn das ist ein technischer Sport. Hm. Und man muss wissen, worauf es ankommt. Ja. Ich habe mir zum Beispiel ein Buch angelegt über jede Strecke, über Ausfall, warum und so weiter. Und daraus hat man diese Erfahrungen gesammelt. Hm. Das war sehr wichtig. Ja, sehr schön. Gut, dann wünschen wir heute noch viel Spaß und schöne Gespräche nachher noch mit den Fahrern. Wir gucken noch ein bisschen zu. Klaus Driefert, alles Gute, gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal wahrscheinlich. Ne? Das ist ganz wichtig, gesund bleiben.